Zur Pressekonferenz nach dem heutigen Sachsen-Pokalspiel zwischen dem Wir von Lach und Rest und Chemnitzer Frau. Endstand der Partie 1:3 nach einem 1:1 Halbzeitstand. Ich denke, eine ordentliche Partie der unterklassigen Mannschaft hier aus Schieberg. Wir hoffen, dass ich den Schwung mit in die Pokal, in die Punktspiele nehmen kann. Ich begrüße ganz herzlich den gestrigen Christian Timmert und unseren Frank Rietschel. Zuschauerzahl am heutigen Nachmittag 712 Zuschauer sahen das Spiel. Und ich würde auch zuerst unserem Gästetrainer das Wort geben. Bitte schön. Hallo in die Runde. Ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem, was meine Jungs heute hier 92 Minuten gemacht haben. Weil zu spielen im Landespokal oder irgendwann im DFB-Pokal, wo man der Haushofer Favorit ist, gehört eine Einstellung. Das ist elementar wichtig und ich fand, dass meine Spieler die heute hatten. Es war nicht immer einfach, schnell, sauber nach vorne zu kommen, ohne Frage, aber auch das gehört zu dem Pokalspiel dazu. Aber sie hatten die defensiven Zweikämpfe bis auf das Gegentor eine richtige Einstellung zum Spiel. Und deshalb bin ich absolut zufrieden. Klar, im Pokal sagt man immer, egal wie man spielt, Hauptsache man kommt weiter, alles gut. Aber insgesamt bin ich auch mit der Leistung meiner Jungs sehr zufrieden. Herzlichen Dank und Frank, du hast das Wort. Ich bin erst den Glückwunsch an Chemnitz fürs Weiterkommen. Zu meiner Mannschaft, glaube ich, sie hat kämpferisch alles versucht. Wir sind 1:0 gegangen, was mich ein bisschen ärgert, dass man zu einfach das 1-1 zu einfach hergeschenkt wurde. Man hat gemerkt, Chemnitz nimmt das Spiel zu 100% ernst, ne? Was schon der Trainerkollege gesagt hat, da war nichts Laxes dabei. Das hofft man immer als unterklassige Mannschaft, die haben das absolut brutal ernst genommen, das hat man in der Aufstellung gesehen. Meine Mannschaft hat versucht, ne? Durch viele zweite Bälle, Ballgewinne, die wurden manchmal zu leicht hergeschenkt. Einige Spieler hätten sich vielleicht noch besser freistellen müssen. Aber insgesamt denke ich schon, dass wir alles versucht haben. Wir haben das Spiel lange offen gehalten. Wenn es 3-1 nicht kommt, in den letzten 10 Minuten, wenn es 2-1 steht, brennt sicherlich noch etwas lichterloh. Das ist nämlich ein bisschen die rote Karte von Bruno Schiemann, weil es unnötig war. Das kann einfach immer fragen in den Situationen. Aber es ist ein 19-jähriger junger Mann, daraus muss er lernen. Vorher macht er herrliches vor, aber so eng ist es im Fußball. Aber insgesamt haben wir uns gut verkauft und das müssen wir einfach machen. Danke für den anderen Trainer. Gibt es Fragen aus den Reihen der Gäste? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei allen und wünsche euch erstmal einen Gewinn und viel Erfolg an zum Schluss. Sieht vom Bord her aus recht gut aus für eure Mannschaft. Und vielleicht sehen wir uns eines Tages irgendwo mal wieder. Alles Gute. Danke schön.